Da sind wir wieder zurück mit in der Action. Bei Let's Play Just Cause. Hier, der Gefängnisausbruch. Was ist mit dem? Hä? Mach den! Bis dann. Hallo, wieso kann ich mich nicht bewegen? Wo ist Lancer? Was macht der Arsch da hinten? Komm, Bewegung, Bewegung! Wir müssen, glaube ich, irgendwie die Windkanone hier ausmachen, oder? Sie haben das Belüftungssystem aktiviert. Das ist ziemlich schlau. Ich komme gleich wieder. Wie kommen wir da vorbei? Wenn du einen anderen Weg findest, kannst du die Sicherung ausschalten. Dann werden die Ventilatoren eingefahren. Warte hier. Sind wir jetzt? Haben wir das jetzt? Hä? Der Ventilator wird eingefahren. Los, gehen wir. Geschickt? Kann man so sagen. Wir müssen hier erstmal lebend rauskommen, Lancer. Die Fragen müssen warten. Scheiße. Ich brauche wieder deine Hilfe, Mann. Das Ding hat ordentlich Reichweite. Komm, jetzt machen wir hier den Aggressive Sniper Quickscope Master. XX 420 Heroes XXX AD. An alle Einheiten der Schwarzen Hand, weitere Informationen folgen. Wieder dasselbe Spiel? Ich suche die Sicherung und schalte das Ding ab. Fuck. Komm, du kannst jetzt durch. Yeah. Oh, hey. Hier lang, oder? Sieht gut aus. An alle Einheiten, Position halten. Ich gehe schon mal ein Stückchen vor, um zu clearen.
Er müsste hinter dieser Tür sein. Blind? Lass mich mal einen Blick auf diese Konsole werfen. Dachte ich mir doch. Wir kommen nicht mehr ins System. Ich muss den Weg finden, lässt mich überbrücken. Ich gebe dir Deckung. Okay. Wo ist der? Ich hab doch gerade hier aus der Richtung angehört. Da oben! Ich kann halt manchmal irgendwie nicht schießen. Mehr Zeit. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Auch wechselt doch die Waffe. Feind gesichtet. Habe ich hier noch irgendwo Munition? Sind da oben welche vielleicht? Zum Aufzug jetzt. Puh, fuck. Okay, bin unterwegs. Komm rauf. Na los. Danke, Senor. Rico Rodriguez. Ich glaube, du kanntest meinen Vater Miguel. Du bist Miguels Sohn? Ich kenne Bilder von dir. Es tut mir leid wegen deines Vaters, Rico. Er war ein guter Mann. Hab was anderes gehört. Was meinst du? Meine Nichte! Ich glaub's nicht. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Oh, Mira. Lass dich anschauen. Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, Onkel. Du musst schnell weg hier. Hier ist es noch nicht sicher. Geh mit Mira. Ich komme nach, wenn das Gefängnis uns gehört. Rico Rodriguez. Wie kann ich mich nur bedanken? Hilf mir bei der Vernichtung von Projekt IAPA und Oscar Espinosa. Ich mache alles für Miguel Rodriguez, Sohn. Ach ja.
Rettung in Masmorra. Nice. 70 km/h. Okay. Machen wir das gleich mal. Ja, das können wir doch gleich hier mitmachen, ne? Abfahrt. Jawohl. 70 km/h. Ja, toll. Toll. Toll, toll. Yeah. Meine Stuntleute haben gesagt, sie würden das nicht schaffen. Ich habe ihnen gesagt, dass du es kannst. Und ich irre mich nie, Schatz. Darlin, Schätzchen. Küsschen aufs Nüsschen. Hadelan. So. Was haben wir denn hier noch? Okay. Ach, natürlich. Das hier wahrscheinlich. Da drüben. Zerstöre das Luftschiff. So. Suche nach Feind beenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Und tschüss. Bestätigt. Eindringlinge auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel ab. Ich habe einen weiteren Spion ausgeschaltet, Sargento. Müssen wir uns jetzt aber beeilen, um hier wegzukommen. Sargento. Fahrzeugbeschaffung. Oder Treffen mit Lanza Morales. Gut. Machen wir erstmal noch das hier, oder? Ein Agent der Schwarzen Hand ist irgendwo in deiner Nähe. In seinem Fahrzeug könnte sich aufschlussreiches Material befinden. Okay. Finde den Fahrer los und bring das Fahrzeug zu einem Treffpunkt in der Nähe. Meine Leute werden es sich ansehen. Oh nein, nein, nein! Fahrer ist los. Treffpunkt in der Nähe. Ja, läuft. Ich bring ein paar Leute mit. Das Fahrzeug ist bei deinen Leuten, Sargento. Ich hoffe, du findest was. Prisatia mit Moped. Da müssen wir mit Moped durch. Ach, von da hinten aus. Ha! Ja, ba, 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 ba. Lichtkontakt verloren. Leite Suche ein. Ziel nicht in Sicht. Zentrale. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es klappt. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass es klappt, so weit zu springen damit. Wie werde ich jetzt diese Kackdrohne los?
Aber ich bin gerade mit einem tonnenschweren Geländefahrzeug über die drüber und die schneidet noch Kontakt. Kontakt! Das wird der beste Shot meiner Karriere. Das Tempo, das Drama. Einfach wundervoll. Genau. Gut. Dann können wir uns jetzt mal mit Lanza treffen. Lanza Rostock oder was? Wenigstens Frieden, Bruder. Egal, was passiert. Geiler Typ. Ja, dann hätte ich gesagt, bevor wir da runtergehen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Just Cause 4. Bis dahin, bis morgen. Euer Sovak und tschüss.